Ich habe Angst halt. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Hallo, deutsche Mitbürger. Ich bin der erste Parteilose der Stadt Essen. Erst einmal muss ich sagen, wir Deutschen haben keine Verpflichtungen und keine Schuld der gesamten Welt gegenüber. Aus den Kriegen 1418, 39, 45. Da wir keine Schuld auf uns geladen haben, denn wir waren zu dieser Zeit nicht im aktiven Kriegsdienst tätig. Daher kann und darf auch keine Person oder Staat Forderungen an uns bzw. an Deutschland stellen. Dieses ist hiermit nach über 70 Jahren endgültig beendet. Da ca. 300.000 illegale Ausländer sich in unserem Land befinden, besteht eine große Gefahr für Leib und Leben deutscher Bürger, wie täglich zu sehen und zu hören ist. Da Frau Merkel wie ein Diktator eigenmächtig gehandelt hat und mit einem Wink und Lächeln alles ins Land reingelassen hat, muss jetzt endlich konsequent gehandelt werden. Fakt ist doch, jedes Land ist ein sicheres Herkunftsland, wo deutsche Bürger laut Auswärtigem Amt sicher Urlaub machen können und dürfen. Also, wo das Auswärtige Amt sagt, es ist für deutsche Bürger gefährlich, gleich Reiseverbot, dann ist es auch ein unsicheres Land. Zum Beispiel Türkei, Ägypten, Tunesien, Marokko und so weiter und so weiter. Sind demnach sichere Herkunftsländer, da deutsche Bürger immer noch dahin reisen dürfen und können. Also sofort in diese Länder abschieben. Wenn diese Länder ihre Bürger nicht mehr haben wollen, so muss für deutsche Urlauber hier ein Einreiseverbot erfolgen. Wie bei Syrien. Dies gilt insbesondere für die Türkei, woher die meisten Flüchtlinge kommen. Nur Geschäftsleute können hierfür ein Ausreisevisum beantragen. Alle Personen, die sich hier nicht mit gültigen, richtigen Papieren über ihre Identität ausweisen können, sind in einen Transitbereich unterzubringen und dürfen daher auch keinen Freigang haben. Bis ihre Identität eindeutig feststeht und bescheinigt ist. Sollte dieses nicht innerhalb von 3 Monaten geschehen sein, so erhalten Sie noch 1 Monat Zeit. Danach müssen Sie in ein Flugzeug gesetzt werden und in ein Land Ihrer Sprache abgeschoben werden. Allerdings müssen Sie mit Ihrem Geld, wenn möglich, den Flug selbst bezahlen. Wenn dieses Land auch Ihr Heimatland ist und dieses Land Sie nicht zurücknehmen will, so werden Sie automatisch in den Transitbereich dieses Landes landen. Wenn dann dieses Land diese Person wiederum in ein Flugzeug setzt und nach Deutschland schickt, kommen Sie automatisch zwangsläufig wieder in den Transitbereich in Deutschland, wo Sie dann nicht mehr rauskommen dürfen, bis der Nachweis Ihrer Identität vorliegt. Dann werden Sie dorthin geschickt, da Sie sich der Illegalität schuldig gemacht haben. Menschenrecht und Völkerrecht hin und her. Ist denn Deutschland nur noch blöd und nur noch der Zahler für die ganze Welt? Es ist beschämend für den deutschen Bürger, dass Frau Merkel sich mit unseren Steuergeldern freikaufen will. Von dem, was sie Deutschland und Europa angetan hat. Kein Land darf auf Geld von Deutschland hoffen, wenn es nicht ihren vertraglichen Pflichten nachkommt. Zum Beispiel die Türkei, Marokko, Algerien, Syrien, Tunesien, Ägypten, Afghanistan und so weiter. Ist diese Frau noch richtig? Oder ein
Diktator von eigenen Gnaden. Lasst euch weiterhin von diesen Parteipolitikern Allerdings ist meine Meinung, 98% der Deutschen sind die größten Egoisten und haben keine eigene Meinung, sind obrigkeitshörig und ängstlich. Muss ich noch mehr auflisten? Die Sicherheit der deutschen Bürger ist vorrangig, so lautet der Eid der Kanzler bzw. Kanzlerinnen. Und wer das nicht einhält, muss gehen. Bis bald, es grüßt euch der Parteilose. Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land?